Wir machen weiter, weil das Wetter relativ schlecht ist und zwar ein bisschen von innen. Als erstes werdet ihr in diesem Video sehen, wie ich die Betonfüße vorne setze, weil da echt nur so sparklige Bolzenbeiwagen, muss man ja schon eigentlich fast sagen dazu. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen und deswegen habe ich mich entschieden, das nur provisorisch zu machen beim Aufbau. Deswegen habe ich das auch nicht groß gezeigt und habe mir halt entsprechende Haaranker bestellt und da zeige ich euch als erstes jetzt, wie ich die einmal fix einbetoniere. Habe ich mir ein paar schöne Drehstützen vom Kumpel Christian geliehen und es hat alles ganz wunderbar funktioniert und war auf jeden Fall nötig. Und dann zeige ich euch ein bisschen, wie wir Strom machen und ja, im nächsten Video geht es dann wieder ans Dach, an die Dachrinne und an die Biberschwanzschindeln. Also dranbleiben, zugucken, Daumen hoch immer nicht vergessen. Viel Spaß beim Video. Ihr seht natürlich, das Problem hier ist, dass ja die gesamte Auffahrt noch nicht auf der Endhöhe ist. Das seht ihr an den Füßen, da musste ich ja auch ein bisschen tricksen. Das liegt unter anderem daran, dass unser Bauwasser noch hier mittendrin steht in unserer Einfahrt. Ja, und vorher kann das halt quasi alles nicht auf Endhöhe, wie halt quasi auch das Fundament und dann bündig mit der Straße hier gemacht werden. Ihr seht ja, dass hier noch eine richtige Kuhle drin ist. Ja, man sieht es ja quasi da eigentlich auch. Gute 20 cm sind es. Die muss ich jetzt natürlich mit den Haarankern auch wieder noch ein bisschen ausgleichen. Aber das wird wohl alles gehen. Jetzt erstmal die Baustützen unter. Weiter geht's. Jo, heute ist der Tag günstig, es wird kein bisschen Wind und das Wetter ist auch gut. Das heißt, heute werde ich mal hier den ersten Fuß setzen. Und zwar habe ich mich doch dazu entschieden, hier eine, die hatte ich ja schon gesetzt, und dann eine da noch zu setzen. Und erst eine Seite nach der anderen zu machen. Also quasi die beiden bleiben und stützen das halt hier auf der linken Seite. Und dann nochmal genau parallel dahinter, Moment, da. Nochmal die dritte Stütze, sodass wir jetzt den Fuß abnehmen können und unten ausrichten können. Ja, los geht's. Jetzt ist hier alles schön in der Waage und im Lot und da war ich jetzt hier bei uns im Dorf. Da ist nämlich ein Schrotti, das ist ganz praktisch. Nicht nur, weil man seinen Schrott immer gleich los wird, sondern weil man ihn auch nach Bedarf einfach mal nochmal wieder zurückholen kann. Und zwar habe ich jetzt hier einen Haufen alter Stangen und Pfeilen und ja, alte lange Bolzenschrauben. Die werde ich jetzt hier alle noch mal so ein bisschen ins Erdreich schlagen. Ja, um das so ein bisschen mit dem restlichen Schutt, den wir hier rumfliegen haben, zu verbinden. Mal eben ein bisschen aufteilen, für beide Seiten etwas. So, 2, 4, 6. Die kann auch noch mit hier rein. Gut. Thank you.
toll ist, machen wir hier drinnen erstmal weiter, und zwar mit Strom. Und weiter geht es jetzt hier mit den Steckdosen erstmal und Lichtschalter. Ja, die teilen wir jetzt erstmal überall auf. Und dann nageln wir überall die Kabel dran. Ja, tschüss. Ja, komm mit. So. Dann machen wir hier. Die alle auf das Gleiche. Urlaub machen wir jetzt nicht. 1 Liter ist gut. 1 Liter, Peter. Gibst du mir mal bitte eine Schraube? Es ist wirklich ungemütlich, aber was bringt's, ne? Ansonsten geht's jetzt hier erstmal weiter für die Steckdosen und ja, das Licht und so weiter mit dem 5x15. Da müssen wir also ordentlich Kabel nageln jetzt. Auf geht's! Korrekterweise müsste man jetzt hier von dem Lichtschalter aus hochgehen und dann darüber und dann wieder runter zu den Steckdosen. Ich glaube aber, ich mache das nicht. Ich glaube, ich gehe einfach so quer rüber, weil erstens liegen die Kabel ja nicht unter Putz. Das heißt, man bohrt nicht aus Versehen 15 Jahre später rein, weil man sieht sie ja. Und ich glaube, dass ich da jetzt so viel Kabelschuppen habe, das gefällt mir irgendwie dann auch nicht so gut. Ich glaube, da mache ich mir das echt einfach, gehe hier in der Fuge rüber und da auch einmal unter dem Fenster entlang durch. Ja, so macht man es eigentlich nicht. Eigentlich geht man hoch und immer wieder gerade runter. Weil wenn man mal einen Spiegel aufhängt im Haus oder ein Bild oder sonst was, dass man da nicht in diese Querdinger reinbohrt. Aber wie gesagt, es ist ja auch kurz. Wieso soll ich mich quälen? Und ich finde es halt auch nicht so schön, weil dann habe ich halt optisch umso mehr Kabel. Ne? Das macht jetzt hier bei mir nicht so viel Sinn. Letztes Kabel, fast noch meine Außenleuchte vergessen, meine schöne. Hol mal nach. Kennt ihr das, wenn die Kabel auf dem Baumarkt so winzig kleine Rollen sind, dass man die einfach mal so gar nicht mehr gerade kriegt? Dass sie die nicht um Stock wickeln, ist eigentlich schon fast alles. Jetzt geht es weiter mit dem Verdrahten. Ich habe zwei Yukari-Messer, ich habe sogar zwei, aber ihr dürft mal raten, wo die sind. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, wo die sind. Na, auf jeden Fall habe ich mir jetzt heute neues gekauft. Tada! Tada! Und ja, jetzt geht es daran, die alle zu abisolieren und ja. Thank you.
hier ist meine Hauptzuleitung, das ist ein 4 Quadrat, die kommt vom Haus drüben, deswegen halt auch das Erdkabel. Die kriegt natürlich auch hier für die Werkstatt nochmal einen eigenen FI. Dann haben wir hier einmal die Hauptzuleitung, auch ein Erdkabel, die geht raus an meinen Pool. Für alles mögliche, was wir da im Pool an Strom brauchen, eine 5x25. Und hier die beiden Zuleitungen für meinen Starkstrom hier in der Werkstatt, für die Maschinen. Und da oben sind meine Zuleitungen für den Strom, Steckdosenlicht und so weiter. Ja, die fädle ich auch nochmal eben fix ein. Ich mache jetzt mal hier überall fix die Brücken rein. Leider haben die mir die falschen geschickt, das sind 10 Quadrat. Boah, deswegen sind die so dick, die kriegt man kaum gebogen. Tun dann echt die Hände weh, übertrieben. Aber das mache ich jetzt mal fix. Und wenn ich dann die Zuleitung einsetze, hole ich euch nochmal dazu. Soweit, so gut. Wer ein bisschen Ahnung von Strom hat oder halt auch einfach nur gut aufgepasst hat, der wird feststellen, dass mir hier die Brücken noch fehlen. Deswegen sind die auch alle drei noch nicht festgemacht. Und zwar fehlen mir hier nochmal die Brücken, so wie hier, drei lange, die hier nach oben gehen und dann halt die obere Reihe versorgen. Allerdings haben die mir netterweise 6 kurze zu viel geliefert. 6 kurze sind aber halt nicht 3 lange. Naja, auf jeden Fall habe ich aber auch noch welche in meinem Container, den räume ich ja in 2 Tagen aus. Da habe ich übrigens Hilfe und die Jungs räumen mir das alles hier rüber und da habe ich auch noch auf jeden Fall lange Brücken. Und deswegen werde ich das jetzt erstmal so lassen, die mache ich jetzt erstmal noch nicht wirklich fest hier, weil da halt noch die Brücken rein müssen. Ansonsten mache ich jetzt erstmal weiter. Was für im Anschluss am Hausanschluss hinterher da ist, natürlich mal wieder einen halben Meter zu kurz ist, habe ich mir jetzt eine Verlängerung gemacht. Und da zeige ich euch mal kurz hier, das sind so... Warte mal, mein Schatz, da antwortet dir keiner. So, und zwar sind das so Quetschverbinder, aber als mit Schrumpfschlauchfunktion. So, ihr seht, das kommt hier mit Ach und Krach, habe ich das gerade noch so hier in den Kasten mit reingekriegt. Deswegen gucken wir jetzt mal eben, ob diese Verbinde auch auf dieses dicke 4 Quadrat hier passen. Das wäre natürlich schon gut. So, jetzt haben wir das hier verbunden. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Feuer. Und das ist das Coole an diesen Schrumpfschlauchdingern. Die sind direkt auch miteinander. Dann zack. Schön isoliert, die Dinger. Ihr kennt es ja von mir, nicht schön, aber selten. Es funktioniert und darum machen wir das ja. Okay, gut. Provisorium beendet. Es fängt an zu regnen. Ich sag mal Tschüssi.
Ja, es ist alles jetzt installiert und angeschlossen und draußen haben wir das ja jetzt auch provisorisch halt angeschlossen, bis der Hausanschluss da ist. Und jetzt wollen wir natürlich mal hier gucken, ob so stromtechnisch alles so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, ob wir alles richtig gemacht haben. Und ich würde sagen, Feuer frei. War natürlich nur ein kleiner Spaß. Alles ist gut, Sicherung ist drin. Wir gucken mal einmal nach, was hier so zu gucken gibt. Licht haben wir jetzt hier oben hingemacht. Zack, top. Dieses Licht. Mal schauen. Herrlich. Da oben die Steckdosen, die prüfe ich gleich noch einmal durch. Hier die Steckdosen. Und dann haben wir hier Kreissäge. Über Starkstrom läuft. Standbaumaschine hat bei mir auch Starkstrom. Läuft. Den Hobel erspare ich euch jetzt, der ist nämlich auch immer so furchtbar laut. Ja, ich würde sagen, das hat alles gut geklappt. Was will man mehr? Die Steckdosen alle noch einmal durchmessen und dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Abo da hier bei Wise Lives. Dann seht ihr, wie es weitergeht.